Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Jo, wir machen jetzt den letzten Kopfgeldjägerauftrag. Das müsste, ja, der hier sein, weil den hier haben wir schon gemacht, genau. Mit dem blöden Vitrax, das war ziemlich heftig. Und dann war es das hoffentlich mit Kopfgeldjägeraufträgen. Dann haben wir wirklich nur noch ein paar Quests in Ordnur. Naja, halt die, ja, die Gefährtenquests und halt die Hauptquests, die wir danach fortführen wollen. Jetzt aber erstmal das Kopfgeld besorgen, das letzte hoffentlich. Das waren jetzt wohl die schwierigsten Kopfgeldquests. Jedenfalls so vom Gefühl her. Abgesehen von dem Typen in Zeeland Lissoben. Der ging einigermaßen. So. Bin ich hier auch wirklich richtig? Ja, im Turm in Erbhügel. Slowly now. Das hier ist der Turm in Erbhügel. Die Superphotonenkanone. Und ich nehme an, sie sind auf einem der Stockwerke, wo mehr Platz ist. Ein Stockwerk nach oben gehen. Jetzt müssen wir die Stockwerke absuchen. Ja, Priester wirken Unterstützungszauber. Die sollte ich vielleicht auch öfter mal benutzen. Ah, da sind sie auch schon. Telanierhüter. Telanierzauberer. Oh. Okay. Ah, Jungs. Mal sehen, ob wir uns vertragen oder ob ihr Probleme macht. Okay, ihr seht schon mal alle recht böse aus. Segen der Champions. Macht Wahrnehmung und Schadensreduktion. So. Einmal ordentlich gebufft. Und Alof kann man ein bisschen hier helfen mit Verwirrung. Am besten auf den Zauberer, dann ist er auf unserer Seite. So, und jetzt müssen wir den Hüter da loswerden. Fein im Wirkungsbereich Frostschaden zufügt, das klingt gut. Und du trinkst mal flinke Füße Trank und du trinkst mal flinke Füße Trank. Und ihr beide könnt Machttränke trinken. So, ihr weitermachen. Was zur Hölle? Irgendwas ist hier böse. Außer, dass hier verdammt viele Zauberer sind. Du halt dich mal selber. Du rennst, mach mal den hier. Wir werden die verdammten Hüter nicht los und die Zauberer irgendwie auch nicht. Weißt du was? Alof, mach noch mal den Zauber hier. So, jetzt sind die mal erstmal alle auf unserer Seite. Dann können wir. Du trinkst mal einen starken Regenerationstrank, so. Wenn du nicht mehr gelebt wärst. Okay, Durenz. Kritische Wunden heilen. Okay, Palegina ist geheilt. Yeah.
Und ich sehe vor lauter komischen Flammen fast nicht mehr durch. Okay. Sieht besser aus. Ah, da auf den Zauberer, der verletzt ist. Und jetzt noch den Zauberer weg, bevor wir uns um den Obermacke kümmern. So. Au, die hat noch was Böses gezaubert, eine Flammenwand. Aber nicht in der Flammenwand drin stehen bleiben. Oh, und Fenris ist K.O. Ist das ganze Zeug jetzt nach langsam? Ja. So, Eintrag des unheimlichen Schützen geht zu ihr. Der Rest geht hierher. Okay, gucken wir mal. Zauberbuch der Elemente. Zaubererband. Gucken wir mal, was da drin steht. Du bist ein zweihändiger Stab. Was ist das? Wunderschön, so schön Zrippe. Okay. So, alles da reinpacken. Und du noch? Guter Zauberstab, Zaubererband, ein Ei. Und was hast du noch? Ein Umhang. So, dann gucken wir mal kurz. Du hast schon 5 unheimliche Schützetränke, du auch. Trank der flinken Füße könnten wir mal herstellen. Trank der starken Bewegungseifer des Verderbens ist übrigens auch ein böser Trank eigentlich. Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit, aber nein. Kleine Erholung, gnadenlose Starren. Flinke Füße Tränke, genau. Achats, Guldoruhr und Höllenkoralle. 2 Stück für 60 Kupfer. Machen wir mal 4 Stück. Dann machen wir 6. So. Einen für dich. 5 für dich. So. Perfekt. Ah, nein. So. Achso, ja. Bücher gucken. Zauberbuch der Elemente hat nichts Neues, was wir lernen könnten. Du könntest hier wundersame Folter lernen noch. Dann lern das mal, so. Stufe, wie viel ist eigentlich das Maximum, was du sprechen kannst? How may I help? Stufe 6. Aber wenn ich mir das Zauberbuch so ansehe, ist bis Stufe 10 geplant. Und Stufe 7 und 8 hättest du sogar Slots. Aber keine Zauber auf dieser Stufe. Nee. Hm. Ja. Gut, müssen wir so klarkommen. So, wir können das Ding jetzt wieder verlassen. Damit haben wir jetzt hoffentlich den letzten Kopfgeldjäger-Auftrag abgeschlossen. Sonst wäre es blöd. So. Da müssen wir hier wieder raus aus dem Erbhügel. Irgendwie ist das fast schon ein bisschen klischeehaft, so das abgeschottete, von Untoten verseuchte Stadtgebiet. Kenn ich auch aus anderen Spielen. So, einmal nach Ketnur, bitte.
die beiden Aufträge abgeben. Dann holen wir uns Kanna wieder in die Gruppe statt Sagani. Denn dann geht's ab nach Ot-Nua in die 6. bis 15. Ebene. Ich bin echt mal gespannt, was das für ein Meister in der Dunkelheit ist, auf den, der da auf uns lauert. Wobei der sich schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet hat irgendwie. Am Anfang hat er uns ja immer wieder Sumpflaurer und Schatten aus der Tiefe geschickt. Aber irgendwie seitdem wir die Festung ordentlich befestigt haben, kommt da nichts mehr an von ihm. So, dann mal hoch zur Försterhütte. Mal kurz so aus Neugier, was für Schriftrollen kann ich eigentlich hier stehen? Malstrom. Siegel der Gewitter, wie schreibt der Zauber, durch welchen der Wirbel schaffen kann? Okay. Haben wir irgendwas weniger? Kochender Sprühnebel. Gebet gegen Fassungslosigkeit, Schriftrolle der Verwirrung. Das wäre eigentlich nett. Schriftrolle der Tapferkeit. Schriftrolle der Mondquelle ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Schriftrolle der großen Wiederherstellung von Ausdauer wäre auch nicht schlecht. Irgendwas mal raus hier. Und zum ja, ich hab Kopfgelder. Good day, Stranger. Es gibt einen Vitrag weniger in dieser Welt. Serkan ist tot. Ah, grauenhafte Kreatur, was? Wenn der Kunde ihn nicht haben will, stopfe ich ihn vielleicht aus und hänge ihn mir hier auf. Hier ist dein Kopfgeld. Okay. Und Isil ist tot. Ich werde einem von den Dominus-Agenten Bescheid geben. Hier ist die Bedingung, die sie ausgesetzt haben. Was gibt's für neue Kopfgelder? Nichts, womit ich dich belästigen würde. Jeder Gesetzlose, jedes Monster und jeder Scharlatan scheint wegen dir den Dürrwald zu meiden. Gibt's neue Kopfgelder? Nein? Okay. Hey, wir haben Kopfgelder alle abgeschlossen. Und die Varias geht mit Geld und mit Geld und Erfahrung in die Festung zurück. Sehr schön. Dann schauen wir mal kurz in die Festung, holen uns Kanna. Und dann gibt es nur noch eine Sache zu tun, bevor wir uns dem Finale widmen. Naja, das Einzige, was wir noch machen könnten, ist herausfinden, wie wir das Quest der trauernden Mutter abschließen. Aber ich habe da so eine Vermutung, dass das so ähnlich gegangen wäre wie bei Durenz und dass wir das irgendwie verbockt haben. Vielleicht werde ich ja, nachdem das Let's Play abgeschlossen ist, mir das mal durchlesen. Also gut, dann beschäftigen wir uns den Rest dieser Aufnahmesession mit Ot-Nua. Vielleicht kriegen wir Ot-Nua sogar in der Aufnahmesession durch, weil manche Gebiete sind ja nicht, zum Glück nicht so groß. Seltener Gedankenstürmer, brutaler Krieger, das ist unser Gast hier. Warte auf Ihre Befehle, mein Fürst. Ah, wie nett. Es ist so ein bisschen schade, dass nicht so viel Leben hier in der Festung ist. Also hauptsächlich sind es die Sette, die ich angehört habe, aber es sind einfach keine anderen Bewohner hier. Naja gut, abgesehen von dem Händlern, die nichts können.
Ganz ehrlich, die ganzen Händlerhäuser sind wirklich nur für den Rastbonus in der Leuchthöhle gut. Für was anderes taugen die nicht wirklich was. Habe ich so das Gefühl. So, dann gucken wir mal hier hinein. Jo. Was sagt unsere Truhe? Wir haben wieder jede Menge Zeug. Wir haben den, ach ja, wir haben den Reifschneider. Oder einen Reifschneider. So, der Rest ist alles Zutaten.